Achtung, Leute. Nach allem, was wir wissen, ist der Panda-König so gefährlich wie eh und je. Wieso? Sieh ihn dir an. Hast du jemals jemanden gesehen, der derart in Frieden mit der Welt ist? Naja, er sieht wie vom Zen durchdrungen aus. Herr König? Ehrenwerter Panda-König? Wir bitten untertänigst um ein Gespräch. Er will wohl nicht reden. Tut mir leid, Bentley. Lass uns gehen. Sei realistisch, Sly. Er ist offensichtlich tief in meditativer Trance. Es wird nicht leicht. Aber ich weiß, wie wir das Team zu seinem Schrein kriegen. Gut. Der Weg hierher war anstrengend. Und ich möchte jetzt nicht umkehren. Mann, ich vermisse den Van. Damit müssten wir nicht so viel laufen. Okay. Bringen wir es hinter uns. Murray, du bist der Erste. Wenn du oben auf die Säule kommst, kannst du dich zur Kugel einrollen und von einer Säule zur nächsten springen, bis nach oben zum Panda-König. Okay. Springen ist auch viel leichter als gehen. Soll ich euch mal meine Blasen zeigen? Bitte nicht. Ist das sein Ernst? Hoppa da da. Homna. Ha. Ja, okay, Meister. Springen, Säulen, Kinderspiel. Ha, aber du da. Ja, manchmal muss man eben einfach hart sein. Mal im Ernst, wie hat er das mit diesen Blasen gemeint? Ich weiß nicht, das ist doch bäh. Ja, also recht hatte ich ja schon mal, ne? Oder, ja, also mit China, genau, mit China hatte ich recht. Und das, was ich meinte mit dem Gebiet da, oh, was ist los mit dem? Das ist aber, ach komm, hoch da. Oh, verpest dich doch. Wer bist du eigentlich? Das kommt, glaube ich, hier nach. Also wir sind jetzt hier halt nur, was muss ich die reinmachen? Bin mir gerade unsicher, was ich... Wieso? Nee, wir machen einfach mal. Ja, also das Gebiet kommt, glaube ich, hier nach. Das ist nur so zwischen... Wie sagt man? Sowas zwischendrin, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie man sowas nennt. Aber... Brauche ich die Kugel noch? Ich glaube nicht. Obwohl. Alles klar. Okay. Wieso nicht? Kann man ja mal machen. Alter.
Ich würde sagen, das war eine Anmache. Ich weiß ja nicht, was ihr dazu sagt. Bentley fand das wahrscheinlich nicht so gut. Würde ich jetzt mal sagen. Worauf? Hä? Ah. Hat er das jetzt genommen anscheinend? Ein Schuss pro Rakete. Sind aber viele Raketen. Ah, okay. Als wenn. Als wenn. Juhu. Einfach mal, ich schieße einfach mal durchgehend. Aber ich glaube, das ist nicht so gut. Nee. Och, komm, als wenn. Na, was muss ich jetzt machen? Ich weiß es nicht mehr. Boah, Sven. Er wirft irgendwas. Keine Ahnung. Was muss ich machen? Hä, wozu brauchte ich jetzt die Feinde? Hä? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wieso kommen die anderen nicht gleich mit? Das stimmt. Er ist in einem super meditativen Zustand. Dann werden wir ihm einfach ins Ohr brüllen. Nein, um ihn aus seiner Trance zu holen, müssen wir in seinen Geist eintauchen. Mit einer Säge? Nein, ich brauche eine Verbindung. Setz dich neben den Panda-König, Sly. Der Guru wird euren Geist überbrücken. Ich sehe, du trägst den Stab dieses berüchtigten Cooper-Diebes-Clans. Bist du zurückgekommen, um dich zu rächen? Um das Buch des Meisterdiebs zurückzustehlen? Hey, das hast du damals auch gesagt, als ich dir eine ordentliche Tracht Prügel verpasst habe. Was kümmert es dich?
wenn ich ein paar lausige Dörfer unterm Schnee begrabe. Du bist ein Dieb, wie ich. Ja, hörst du mir überhaupt zu? Unverschämter Bengel. Für deine Respektlosigkeit wirst du teuer bezahlen. Aus Achtung vor der Cooper-Dynastie werde ich dich mit meinem neuen Feuerwerkskörper zur Hölle schicken. Flamme Fu! Oh oh. Ist halt mega cool, oder? Den Kampf aus dem ersten Teil. Oh, verdammt. Einfach nochmal. Alter. Nur er kann von Anfang an irgendwie schon alles. Hör auf damit. Das ist alles nur in deinem Kopf. Mein Kopf ist klar. Konzentriert sich auf deine Vernichtung. Ich muss ihn von der Grübelei abhalten. Wir wissen beide, warum du hier bist. Du bist auf den Moment deiner größten Niederlage fixiert. Ich hab dich besiegt und seitdem fragst du dich, wie das alles passieren konnte. Ich hasse dich, Sly Cooper. Du hast mich ruiniert. Den Panda-König ruiniert. Und ich habe dich gehasst. Aber davon wird das ja auch nicht real. Es sind Jahre vergangen und wir haben uns beide verändert. Komm aus dieser Trance, dann treten wir uns so gegenüber, wie wir heute sind und lassen jene, die wir einst waren, hinter uns. Du hast recht. Vergib mir, ich habe meinen Geist nicht immer unter Kontrolle. Der Panda-König war über den Vorschlag unserer Gruppe beizutreten ebenso wenig begeistert wie ich. Ohne den Guru, der dem alten Kerl aus unerklärlichen Gründen imponierte, wäre das Geschäft wohl gescheitert. Wir konnten die Wut in den Augen des Panda-Königs sehen, als er von dem Verlust eines Mitglieds seiner eigenen Familie erzählte. Einer Tochter, die von dem mächtigen General aus den nördlichen Bergen entführt worden war. Sie sollte die Braut in der erzwungenen Ehe dieses skrupellosen Herrschers sein und der Panda-König musste ins Exil gehen. Wir beschlossen, ihm bei der Befreiung seiner Tochter zu helfen, wenn er uns beim Cooper-Tresor-Job helfen würde. Ich war immer noch nicht überzeugt, ob das eine gute Idee sei, aber Geschäft ist Geschäft. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Sly 3 Parts. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.